ist sie wieder, die Craftbox. Und da ist auch einiges drin. Was da drin ist, das zeige ich euch jetzt. Ich zeige euch jetzt, was ich hier alles habe. Ich fange mal mit den neuesten Projekten an, weil das ja ganz frisch ist. Und zwar zeige ich euch einfach mal nochmal die ganzen Teile, die ich mit Servietten gemacht habe. Da sind diese Schmetterlinge. So. Ich müsste jetzt irgendein Papierchen mal haben, damit ihr die auch sehen könnt. Diese transparenten Schmetterlinge. Ne? Habt ihr ja jetzt in dem Watch Me gesehen. Ich zeige euch die jetzt dennoch alle mal. Das sind die tollen Schmetterlinge, die sich jedem Untergrund anpassen, dadurch, dass sie eben transparent sind. So, und das sind all diese servierten Schmetterlinge. So, hier nochmal lilanen, großen. Ja, das sind auf jeden Fall die Schmetterlinge. Dann habe ich ja noch die anderen Sachen hier gemacht, diese Blümchen zum Beispiel. Und diese Blume. Dann diese Teile. Die habe ich viermal. Und die hatte ich ja gezeigt, dass die nicht überall voll waren. Die habe ich nochmal nachgearbeitet. Die sehen jetzt so aus. Und da sieht man sehr schön, dass die Stellen, die noch nicht mit Kleber benetzt waren, jetzt schön benetzt sind. Das sind diese Servietten. So sieht man die nicht wirklich gut, ne? Aber wenn was drunter ist, schon. Ja, und wie gesagt, die passen sich jedem Untergrund an. Ne? Ob sie nur im Ganzen sind oder ausgeschnitten, die Motive, das funktioniert einwandfrei. Da. So, das sind die. Die packe ich dann gleich wieder ein. Dann habe ich ja noch mehr damit gemacht. Und zwar hatte ich euch das hier ja gezeigt. Das habe ich jetzt gebügelt. Jetzt ist es glatt. Macht aber immer noch so schöne Geräusche und es fühlt sich immer noch prima an. Wenn man es auf niedriger Stufe zwischen zwei Backpapierblättern bügelt, dann funktioniert das ganz wunderbar. Wenn ihr das macht und ihr bügelt, nicht erschrecken. Danach ist es ein bisschen weich. Kurz abkühlen lassen und dann, ja, es fühlt sich auch irgendwie fantastisch an. Ja, das ist dieses. Dann habe ich, das hatte ich euch gezeigt, glaube ich, ne? Auch das habe ich jetzt gebügelt. Da habe ich einmal ein ganz normales weißes Blatt Papier mit bearbeitet, also ganz normale Serviettentechnik gemacht. Auch ganz wunderbar. Dann habe ich ein weiteres gemacht. Da habe ich schon ein bisschen mit den ausgeschnittenen Serviettenteilen rumgespielt. Da haben wir hier einmal die Blume und Schmetterlinge. Und hier genau das gleiche. Hier hatte ich noch ein Stück von der anderen Serviette. Und ja, so sieht das jetzt aus. Ist natürlich für ein Journal alles, ne? Das ist aber noch nicht alles. Hier habe ich einmal diese Serviette auf, jetzt habe ich hier gar keins mehr liegen, auf, sehr schnell, dieses Einpackpapier, nicht Packpapier,
Das ist so wie die Seidenpapier, genau. Auf Seidenpapier gemacht. Das ist auch schön geworden. Hört sich ganz toll an. Ganz, ganz fantastisch. Hier habe ich Dekopagepapier auf Seidenpapier gemacht. Und da habe ich die Schmetterlinge drauf gemacht. Auch die habe ich alle gebügelt, damit sie jetzt glatt sind. Hier habe ich noch eins davon. Ne? Das fühlt sich so cool an. Und dann habe ich einmal ausprobiert, die Servietten auf, das ist so eine, ja, so eine 0815 Bierzelt Tischdecke gewesen. Da habe ich mir ein Stück von abgeschnitten und habe da die Servietten drauf gemacht. Das geht auch ganz toll. Da habe ich nämlich einmal diese hier. Und hier eine Sonnenblume. Finde ich auch ganz toll. Fühlt sich auch cool an. Angefangen hat nämlich alles hiermit. Ich hatte mir mal vor urlanger Zeit diese kleinen Rahmen hier gemacht. Aus Umverpackung. Ob Kartoffelpüree oder sonst irgendwas. Diese Pappschachtel. Ne? Da habe ich mir diese Rahmen hier ausgeschnitten. Und jetzt habe ich die ganz einfach mit Servietten behandelt. Dann habe ich noch mal eine Schicht Gesso drauf gemacht und da eben auch Servietten-Technik angewandt. Und jetzt sehen die nämlich so aus. Hier haben wir nämlich noch mal den Vogel. Das ist von dieser einen Blumenserviette. Und hier habe ich unter der Serviette noch ein Bindfaden gearbeitet und da noch mal eine Lage Servietten drauf, darüber dann das Gesso und ganz oben diese Serviette drauf gemacht. Ganz normale Serviettentechnik halt, ne? So, das sind die Rahmen. Jetzt zeige ich euch noch ein bisschen was. Hier haben wir, das waren so Postkarten, die ich hatte. Ja, gefallen mir so im Normalzustand nicht so wirklich gut. Die sind, auch wenn sie alle geprägt sind, das seht ihr hier vielleicht oder auch nicht. Ich sehe hier auf dem Display jetzt gerade mal gar nichts, weil das Licht blendet. Aber man sieht hier drin schon, dass die geprägt sind. Ich habe sie hier mit Decoupage bearbeitet. Und hier mit Serviette. Genauso wie hier und hier. Hier sind alles verschiedene. Genau. So, hier ist nochmal hiervon eine. Dann habe ich ein bisschen rumgespielt und habe mir hier so eine Klappkarte gemacht und weiter experimentiert. Und hier habe ich auch wieder eine Klappkarte gemacht. Die wird hier zusammengehalten von einem Druckknopf. Ich wollte Magneten einarbeiten. Ich weiß nicht, wo meine Magneten geblieben sind. Die haben Beine gekriegt, die sind laufen gegangen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind, also musste ich mir was anderes einfallen lassen und deswegen habe ich hier einen Druckknopf dran gemacht. So, das ist so. Da sieht man noch den Abdruck, als das hier noch nicht drauf war. So, das wäre dieses. Dann ist hier ein Bellyband. Da hatte ich auch weißes Seidenpapier drauf gemacht. Dann ist das an den Ecken, hat sich das gelöst. Das habe ich einfach abgerissen. Und das ist aber noch nicht fertig ausgearbeitet. Das werde ich noch ausarbeiten. Wie, weiß ich noch nicht. So, dann habe ich hier eine Tasche gemacht. Für eine Journalkarte. Die sind beide aber noch nicht fertig. Also die Tasche ist da, weiß ich noch nicht, ob die fertig ist oder nicht. Auf jeden Fall wird die dann so eingeklebt. Da habe ich einfach aus so einem Schmierpapier habe ich das gemacht. Und dazu eben diese Journalkarte. Da habe ich auch wieder die Serviette genommen auf
lilafarbenen Cardstock gemacht. Und ja, das ist dieses. Hier habe ich eine alte hässliche Postkarte bearbeitet. Da habe ich noch mal mit Dekoupagepapier gearbeitet. Ich habe einfach Dekoupagepapier drüber gemacht. Jo, so sieht's aus. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Und hier habe ich ein Schmierpapier wieder genommen. Habe da Dekoupagepapier drauf gemacht und so Rub-On-Motive. Das Problem bei diesen Rub-Ons ist, manche gehen noch mit viel Aufwand und manche gehen irgendwie gar nicht mehr. Deswegen benutze ich die, ich habe die hier, ne? Deswegen benutze ich die so, wie es gerade kommt. Also wenn die sich gar nicht abrubbeln lassen, ja, dann ziehe ich einfach nur hinten die Folie ab und klebe sie so auf, dann sind sie halt glänzend, ne? Aber ich habe so viele davon und die müssen auch mal verarbeitet werden. Und ich versuche sie halt zu rubbeln. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ne? Ja. Dieses hier ging erstaunlich gut. Das war so ein Streifen. Das ging erstaunlich gut. Warum manche gut funktionieren und manche nicht, keine Ahnung. Dieses hier fühlt sich auch glatt an. Und ja, doch, das eigentlich auch. Soll, glaube ich, auch so sein, ne? Das ist dann sowas. Hier habe ich noch mal eine Tasche gemacht mit Leos. Den einen sieht man sehr gut, dann den anderen nicht so, weil ich den gespiegelt hatte. Ja. So sieht das von hinten aus, aber das wird ja dann aufgeklebt. Dazu habe ich passend eine Journal-Karte gemacht. Die habe ich umnäht. Das ist die Vorderseite und die Rückseite. Hier kann man noch ein bisschen drauf schreiben. Ist übrigens auch aus dem Schmierpapier gemacht. Dann habe ich eine Serviette auf einen Umschlag gemacht. Und hier löst sich mein Faden. Sehe ich gerade. Nicht abgehen. Mach das nicht. Ich glaube, da mache ich gleich mal einen Tropfen Kleber drauf, damit der Faden nicht losgeht. Und habe das Ganze dann umnäht. Wundert euch nicht, das hier ist nicht verkrusselt, sondern ich habe einen hellen Unterfaden. Ich hatte keine Lust, den jetzt zu wechseln. Und so habe ich dann halt den Umschlag bearbeitet. Ja, genau. Hier hatte ich auf den Umschlag selber gestempelt und da drauf die Serviette geklebt, die schon bearbeitet war. So. Dann habe ich hier so, das waren so Versandtaschen. Irgendwie waren die mir zu schade zum Wegschmeißen. Und da habe ich mir halt einfach solche Folientaschen gemacht. Hier hinter einfach ein Papier. Auch wieder so ein Schmierpapier. Und hier vorne, wo das Teil jetzt drauf ist, da war ein Aufkleber drauf, so ein Strichcode-Aufkleber. Und wenn man die abzieht, das ist immer so fies, dann kriegt man ja kaum ab. Habe ich gedacht, komm, kleb einfach was drauf. Und da kann man jetzt schön was reintun. Das habe ich erst ja geklebt und dann einmal umnäht. Ich bin so happy mit meiner Nähmaschine. Da seht ihr, dass das ein heller Faden ist, seht ihr? So, und das gleiche nochmal, aber als richtigen Briefumschlag gearbeitet. Auch da wieder ein Schmierpapier genommen und eine Folientasche. Und zwar ist das eine doppelte, genauso wie die. Die sind doppelt. Da kann man also hier was reintun und auch hier. Und das, was vorne ist, ist klar, das sieht man dann so schön, ne? So was mag ich ja, ne? Kann man schön sehen. Mhm. Aber das hier passte von der Größe hervorragend. Da habe ich gedacht, komm, mach einen richtigen Briefumschlag raus. Mhm. Die Rückseite habe ich nicht bearbeitet, weil ich mir gedacht habe, wenn das hier vorne so aussieht wie ein Briefumschlag, dann klebst du das Ganze so ein. Mhm. So, das war dieses.
jetzt habe ich noch so ein kleines Körbchen mit lauter Tags. So. Und da habe ich eine ganze Menge gemacht, weil ich bei Tags machen dran war und ich habe dir gerade erzählt, dass ich viele Dinge, die ich mal vorbereitet habe, langsam verarbeiten will. Und da waren eben ganz, ganz viele vorbereitete Tags. So, und die habe ich halt fertig gemacht. Einmal so. Dann einmal so ein. So einen. So, ich habe jetzt gesagt, kann ich abmachen, kann man aber nicht abmachen. Da seht ihr das mit den Rub-Ons. Da ist nämlich einer bzw. zwei, die sich nicht mehr rubbeln lassen wollten. Dann habe ich die einfach so aufgeklebt. Ne? Frühlingserwachen. Ja, das merken wir jetzt gerade alle. Ne? So, aber hier. Make today amazing. Ne? Da kann man das rausnehmen. Auch die Schleife hatte ich, die war in einer von meinen Schachteln hier. Ich habe gedacht, komm, passt. So, noch mehr Text. Hier haben wir nochmal Wildtiere, also hier haben wir Zebras. Hier habe ich einmal das Zebra, da, was hier hinten ist, das ist einfach so gestempelt. Und das hier ist gestempelt und ausgeschnitten. Das habe ich einfach da drüber geklebt. Und auch hier kann man den rausziehen und dann schaut das so aus. Mhm. Und auch hier haben wir einen zum Rausnehmen. Hier haben wir Löwen. Einmal so. Und so schaut das Ganze ohne den Tag im Tag aus. Ein Tag im Tag. Mhm. Da haben wir nochmal Löwen. Weiter geht's. Oh, ich habe gedacht, das könnte ich hier rausziehen. Kann man gar nicht. Aber hier kann man was rausziehen, nämlich das hier. So. Was du hast, können viele haben. Doch was du bist, kann keiner sein. Genau, ich fand, das passte so schön. So, dann so ein. Süß, ne? So süß, die Püppi. Dann so einer. Hier habe ich wieder so eine Blume von Sandra benutzt. Ich glaube, ich habe sie jetzt alle verbraucht. Und das war der Rest von der Häkelborte. Die Corninoretten habe ich benutzt. Und das hier sind Stoffreste. Habe ich oben an den Text dran gemacht. So, dann einmal so ein. Der geht hier ein bisschen lose. Den muss ich nochmal nachkleben. Deswegen lege ich den jetzt gleich dahin. So. Das alte Zeiten, ne? Dann hier Frühlingserwachen nochmal. Ich fand, die Geige passte mit dem Vogel super zusammen. Weil Vögel machen ja Musik, nicht wahr? So ein. So kommen auch mal meine Schmetterlinge zur Geltung. Der Kater macht mich bekloppt, ne? So. Dann nochmal so eins. Every picture tells a story. Und ich fand, es passte so schön zu diesem rausziehbaren Embellishment. Das habe ich gearbeitet wie ein Foto. Und genau deswegen habe ich das so gemacht. Oh, Katze. Moment. So. Weiter geht's im Text. Hier habe ich einen alten Teebeutel aufgepimpt. Und auch hier kann man wieder was rausziehen. Nämlich das hier. Ich fand es ganz neckisch. Oh, Moment. Joi, der bringt mich um den Verstand, echt. Sobald ich die Kamera anmache, dreht er durch. So, einmal
ein farbenfrohes in Rosé und Lila. Finde ich sehr, sehr schön. Hier habe ich auch wieder so einen Rub-On benutzt. Habe mir hier eine Lady drauf gemacht und dann diese Rose. Das passte so schön zusammen. Ne? Hier habe ich Reste verbraucht. Das war einfach ein Kreis, den habe ich halbiert. Und da habe ich dann eine kleine Ecke hier unten noch mit benutzt. So, dann so ein. Hier habe ich auch wieder Holzteilchen benutzt und auch so ein Schmetterling. Und das kleine süße Dingelchen kann man dann auch rausziehen. Dieser süße kleine Mini-Mini-Tag. Das hier ist kein Rub-On. Das sind Blumen und Blätter, die ich gestempelt hatte. Ja. Hier nochmal Schmetterling. Also alles frühlingshaft. Das kann man auch wieder rausziehen. Und so sieht das dann innen aus. Auch das ist wieder ein Rub-On, aber der ist nicht ganz heile geblieben. Da ist auch ein Stück, da fehlt ein Stück vorne, aber das ist ja nicht schlimm, ne? So, das hier ist auch ein Blümchen von Sandra. Das habe ich dann einmal komplett eingefärbt. Ich glaube, das war auch das letzte. Und ja, somit habe ich sie alle aufgebraucht. So, bei diesem Tag hier kann man auch wieder was rausziehen. Zeit zum Träumen auch wieder in Rosa und Lila gehalten und mit ein bisschen Grün. Auch hier wieder so ein Rub-On dahinter und hier kann man den Text so rausziehen. Finde ich auch ganz süß, denn noch einmal Rosa und Lila. Der ist aber mehr Rosa als Lila und dann haben wir hier so ein kleinen Umschlag auf Mini-Tag und hier kann man das Briefchen tatsächlich sogar rausnehmen. Und das kann man hier wieder reinstecken. So, wir sind gleich durch. Dann haben wir hier einmal einen Gute-Reise-Tag. Das waren so fertige Tags, die habe ich dann einfach aufgepimpt. Genauso wie dieser hier. Da erkennt man vom Originaltag gar nichts mehr. Also nochmal gute Reise. Hier mit dem Auto, dem Koffer. Und hier so ein Eiskupon. Und was haben wir hier unten? First day of, keine Ahnung. Ich kann es nicht lesen. So. Und noch einmal gute Reise. Da haben wir einmal dieses Zelt. Und dann passend Tischstühle und Sonnenschirm. Ich finde, das passt so schön zusammen. Sieht nach Camping aus und ja, so ist das. Und hier haben wir nochmal gute Reise. Da ging es wohl nach Holland. Da sieht man im Hintergrund eine Windmühle und Wasser und kleine Häuschen. Und das ist einfach nur ein Schattenbild. Das ist eine Frau mit einem Trolley. Und weil es so schön war, last but not least, noch einmal ein Mann, ebenfalls gute Reise. Auch der hat sein Trolley dabei und da ging es ebenfalls nach Holland, wie man hier sieht. No? Ja, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Kommentare sind immer super, wenn auch ich nicht gleich zurückschreibe. Ich herze und ihr könnt auch miteinander in den Kommentaren interagieren. Auch das bringt meinen Kanal weiter. Und ja, wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr kein Video mehr. Hoffentlich, wenn YouTube so will, wie wir wollen. Wir sehen uns wieder bei meinem nächsten, was immer ich auch mache. Und ich sage ganz einfach mal Salü mit Ü.